Hallo und willkommen zurück an alle, die sich wieder mal hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und wir sind immer noch bei StarCraft 2, Wings of Liberty. Ja, wir haben in der letzten Folge Marsara verlassen und sind jetzt auf der Hyperion, unserer Basis, unser riesiges Kampfschiff, von dem wir aus operieren. Ja, und genau an dieser Stelle haben wir letztes Mal aufgehört und jetzt gucken wir erstmal, was denn dieses Schiff so zu bieten hat. Hier unten leuchtet schon das Arsenal auf, da gucken wir aber gleich nach. Erstmal schauen wir mal, was der Tykes macht und was der Typ ist hier. Sir, denken Sie, dass Sie das Labor bald einsatzbereit haben werden? Das wäre großartig. Ja, wenn ich auch. Sir, denken Sie, dass Sie das Labor bald einsatzbereit haben werden? Das wäre großartig. Okay, mehr hat er nicht zu sagen, der Kollege. Das ist hier ein Missionsarchiv. Ja, genau, da können wir uns die ganzen Videosequenzen angucken und auch diese ganzen Missionen nochmal neu spielen. So, werden wir mit Sicherheit nochmal drauf zurückgreifen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was der gute Teig so zu melden hat. Mann, Jimmy, du hast ja ein richtig nettes Schiff. Wie bist du denn an so einen Luxusdampfer gekommen? Die Hyperion war mal Mengs Flaggschiff. Als es dann mit ihm nicht mehr so geklappt hat, haben Matt und ich beschlossen, sie uns auszuleihen. Dieses Baby hat uns schon einige Male geholfen, als es eng wurde. Wo wir gerade bei eng sind, Tykes, wieso trägst du eigentlich noch immer deinen Anzug auf meiner Brücke? Ja, genau. Was ist los, Tykes? Ist dir etwa der Reißverschluss kaputt gegangen? Okay. Um ehrlich zu sein, hat mir jemand bei meinem Ausbruch ein wenig unter die Arme gegriffen. Sagen wir mal, dass ich jemandem was schulde. Jetzt stecke ich halt in dem Anzug fest, bis ich diese Schulden bezahlt habe. Und wem genau schuldest du jetzt was? Wer hat dir ein wenig unter die Arme gegriffen? Die Jungs von Möbius natürlich. Oder glaubst du, ich bin denen in dem Museum über den Weg gelaufen? Die sind richtig scharf auf diese Artefakte. Deine Schulden sollten uns besser nicht in die Quere kommen, Tykes. Deine schmutzigen Geschäfte auszubaden war nicht Teil der Abmachung. Ja. Und die Frage war schon berechtigt, warum er immer noch seinen Kampfanzug da anhat, ne? Ja, also, Steckt er wohl da drin fest. Warum auch immer, ne? Wie schlimm sieht's aus, Matt? Zerg greifen überall im Sektor an, Sir. Mengsk hat die Flotte zurückgezogen, um die Kernwelten der Liga zu schützen. Die Randwelten sind nun sich selbst überlassen. Es ist der reinste Albtraum. Wir können diese Invasion nicht mit einem einzigen Großkampfschiff und einer Handvoll Freiwilliger aufhalten. Am besten halten wir uns einfach da raus. Wir können uns an Möbius eine goldene Nase verdienen, bis sich die ganze Sache beruhigt hat. Du verstehst es einfach nicht, Sträfling. Das wird sich nicht so einfach beruhigen. Die Zerg werden so lange weitermachen, bis wir alle tot sind. Keine Sorge, Matt. Wir sitzen die Sache nicht einfach aus. Aber wir sind auch nicht gerade in bester Verfassung. Erstmal verdienen wir ein wenig Geld, damit wir unsere Streitkräfte aufbauen können. So können wir etwas ausrichten, wenn es darauf ankommt. Ja, ich glaube, gibt einen guten Grund, warum der Jimmy hier der Commander ist, ne? Ja, und die beiden scheinen sie nicht gerade zu mögen, ne? So wie es ausschaut. So, bevor wir uns die Sternenkarte hier angucken, die aufleuchten, gehen wir mal ins Arsenal und schauen beim guten Swarm vorbei. Seht mal her, unser glorreicher Anführer ist zurückgekehrt. Was liegt an, Cowboy? Was gibt es Neues, Swan? Das Übliche. Ich schraube an neuem Spielzeug für unsere Truppen. Du verpasst unsere Ausrüstung den letzten Schliff, was? Oh ja, hier auf der Konsole kannst du Upgrades hinzufügen. Aber so eine Armee auszurüsten ist nicht ganz billig. Diesmal hast du doch bestimmt Credits mitgebracht, oder? Ich weiß, wir waren in letzter Zeit knapp bei Kasse. Aber dieses Artefakt, das wir auf Marsara aufgelesen haben, wird uns ordentlich was einbringen. Das habe ich vorher schon mal gehört, Kumpel. Diesmal ist es was anderes. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Wie gesagt, ich mag Humor. Ist echt genau mein Ding. Unsere Ausrüstung zu verbessern ist ja schön und gut. Aber wann kriegen wir neues Zeug her?
Wir haben im Moment große Lücken in unserem Inventar. Manchmal finden wir bei einer Mission neue Ausrüstung und ich besorge den Bauplan, sodass wir mehr davon herstellen können. Die Pläne für anderes Zeug müssen wir sonst erbetteln, ausleihen oder stehlen. Also wenn ich mir die Arme von den ganzen Leuten hier so angucke, Jimmy und ja, der Swan, mein Gott, die haben alle die ultimative Anabolika-Kur hinter sich, ne? Meine Fresse. Im Unterarme wie andere Menschen Oberschenkel, ja. Also, hier können wir uns ein paar Upgrades sichern. Wir haben jetzt 100.000 Credits. Ja, das ist eine gute Frage. Was machen wir denn? Ne? Wir haben jetzt nur zwei Truppen und ein Verteidigungsgebäude. Man sieht, hier ist noch sehr, sehr viel Raum für mehr. Also Stimpacks sind richtig, richtig gut. Ich würde sagen... Was ist denn der Spaß? Oh. Ja, es gefällt mir auch diese kleinen, kleinen Videos zu den Upgrades, damit man genau weiß, worum es da geht. So, allein ein bisschen Schaden, aber bewegt sich schneller. Ja, okay. Ah, schade. Können wir nicht beide erwerben. Ja, würde ich sagen, Stimpacks. Und was ist das hier? Ah, kostet auch 60.000. Er hört die Anzahl an Bunkerplätzen. Okay, das hört sich auch interessant an. Ah, was nehmen wir denn? Weil diese Bunker, die werden auf jeden Fall noch richtig, richtig nützlich. Weil wir können ja nicht immer eine Megatruppe in der Basis postieren. Gut, ich würde sagen, nehmen wir den Neostahlbunker. Erhöhen dann die Kapazität. Weil, na, zwei zusätzliche Plätze bedeutet wesentlich mehr Schaden. Nummer 1 und dann haben wir noch die Stimpacks hier. Ich denke, das war eine gute Wahl. Alles klar, dann haben wir hier alles abgecheckt. Ich meine, das sieht dann sehr, sehr traurig aus hier. Gehen wir zurück auf die Brücke. Schauen Sie Sternkarte an. Wie ist die allgemeine Lage, Matt? Wir haben ein Notsignal vom Planeten Agria erhalten. Eine der Kolonien dort wird von den Zerg angegriffen. Unser Knastbruder Tychus hat uns eine neue Mission organisiert, bei der wir ein weiteres Artefakt bergen müssen. Es befindet sich auf der Protoss-Schreinwelt Monlith. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Agria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bitte helfen Sie uns. Gut, also hier kriegen wir mal... Plus 3 Zerg-Forschung, also Forschungspunkte, 100.000 Credits, was echt sehr nice ist. Und wir kriegen hier einen Feuerfresser, das heißt, sind so Flammenwerfereinheiten. Was gibt's hier Schönes? Und Möbius meinen, dass es noch ein Artefakt auf einem Planeten namens Monlith gibt. Angeblich wird es von Protoss bewacht, von Fanatikern, die sich Tal'Darim nennen. Jetzt werd aber nicht sentimental, weil du meinst, dass diese Tal'Darim deine alten Protoss-Kumpels sind. Das sind sie nämlich nicht. Wir können beides machen, aber hier kriegen wir 110.000. Sagen wir, starten einfach mal mit dieser Mission. Haben wir Marodeur, eine schwere Infanterieeinheit. Ja. Und hier die Kolonisten, die können erwarten, ne? Würde ich sagen. Da ist es, Jimmy. Genau wie die Typen von Möbius gesagt haben. Leicht verdientes Geld. Ich weiß nicht. Verdammt viele Protoss da unten. Vielleicht sollten wir... Was zur... Warnung. Mehrere Zerg-Biosignaturen entdeckt. War ja klar. Diese Viecher haben sich einfach da unten versteckt und gewartet. Keine Ahnung, aber jede Wette. Die sind aus dem gleichen Grund hier wie wir. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter.
Wir können schlecht zwei Armeen auf einmal bekämpfen, Partner. Mit ein bisschen Glück brauchen wir das auch nicht. Wir müssen den Bereich am Schrein nur lange genug halten, bis das Artefakt geborgen ist. Also landen wir hier und schießen uns dann einen Weg durch die Protoss rein, während sie mit den Zerg beschäftigt sind. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die Protoss von den Zerg überrannt werden. Und bis dahin sollten wir längst weg sein. Ja, klingt wieder nach einem guten Plan, ne? Riskant, aber besser als nichts. So. Dann gucken wir doch mal, was wir hier alles so Schönes haben. Nehmen wir schon mal so ein Anfangstrüppchen. Die Zerg sind gegenüber den Streitkräften der Protoss stark in der Überzahl. Ah, das ist noch so ein Protoss-Relikt, ja. Alles klärchen. Dann haben wir nur eine Möglichkeit. Wir müssen zu dem Artefakt vordringen, bevor die Zerg alles überrannt haben. BBF einsatzbereit. So. Dann gucken wir dann mal. Als allererst gucken wir, dass wir genügend BBFs herstellen. Was ist denn jetzt los? Protoss-Hetzer sammeln sich in der Nähe unserer Basis. Empfangerübertragung. Ich hab da was Neues für dich, Cowboy. Marodeure. Die neueste Errungenschaft in Sachen mächtiger Badabum. Bin mir nicht sicher, ob gerade die beste Zeit für Experimente ist, Swan. Ach was, eine bessere Zeit dafür gibt es nicht. Lass die Marodeure doch mal auf diese Hetzer los und guck dir an, was passiert. Ja, mächtiger Badabum gefällt mir. Aber sicher. Stefan. Ja, funktionieren gut. Funktionieren sehr, sehr gut. Ja, das Geile an diesem Spiel ist auch, dass wirklich keine einzige Einheit unnötig ist. Klar, es gibt verschiedene Strategien, aber jede einzelne Einheit kontert praktisch irgendeine gegnerische Einheit. Ne? Also es sind diese Marodeure gegen diese Hetzer ganz gut und das Space Marines sind gegen alles gut gefühlt, ne? Aber haben wenig Schaden. Die haben, na genau, hier Schaden 10 gegen gepanzerte Einheiten 20 und die Marines haben, na, Schaden 6. Also ist schon ein großer Unterschied. Nicht genug Vespingas. Ah, wir brauchen Vespingas, natürlich. Wie konnte ich denn das vergessen, Mensch? Yep. Schlechte Neuigkeiten? So, hier haben wir schon Raffinerie. So. Ich würde sagen, machen wir hier noch so einen Maschinendock. Ja, komm, Maschinendock ballern wir noch hin. Dann schicken wir die Kollegen hier mal auf die Reise. Denn ich möchte nämlich jedes Mal die ganzen Bonusziele erfüllen. Oh, habe ich da echt einen Marodeur verloren. Das ist aber sehr bitter. In Ordnung. Sicher. Jetzt hier. Ja, gibt es natürlich auch noch weiteren Widerstand. Eieiei. War da etwa mein Trupp doch zu schwach für? Wir werden es sehen. So, okay. Ich würde auch sagen, wir ballern mal hier so eine Kaserne hin. Ach, eine Kaserne, sag ich schon. Na, sag schon. Ein Bunker. Nur für den Fall der Fälle. Das habe ich alle Space Marines verloren, ne? Na gut, dafür haben wir das Relikt. Ah, scheiße. Das Relikt haben wir auf jeden Fall gesichert. Ja gut, jetzt brauchen wir auf jeden Fall ganz schnell
Scheiße. Jetzt brauchen wir ganz schnell Scheiße, ja. Eieiei. Dann gehen wir ganz schnell hier rein. Bis unser Trupp hier angekommen ist. Ja, okay, das ist gerade mal gut gegangen. Das hätte auch ins Auge gehen können, ne? Meine Güte. So. Dann würde ich sagen, produzieren wir noch, ja, erstmal so ein Versorgungsdepot. Und dann ballern wir uns noch so eine zweite Kaserne dahin. Denn allzu viel Zeit dürfen wir uns ja auch nicht lassen. BBF einsatzbereit. So, ein packen wir da rein. Zwei von denen packen wir hier rein. Ja. Schlechte Neuigkeiten? Kommt hier noch die zweite Kaserne hin. Na, passt das doch, würde ich sagen, oder? Noch so ein Upgrade. Ja, komm, langsam läuft das doch. Ja. Der Anfang hätte sicherlich besser sein können, aber gut. BBF einsatzbereit. Gut. Jetzt lassen wir die hier alle mal arbeiten. Der baut hier, die bauen da. Ich sehe gerade, wenn wir mehr Truppen herstellen wollen, brauchen wir auf jeden Fall mehr Versorgungsdepots. Wesentlich mehr. So. Der Bunker ist safe. Ich hoffe mal, ein Bunker reicht. Mal, wenn wir extra diese beiden Plätze für den Bunker aufgestockt, dass er mehr Plätze hat. So. Langsam haben wir auch immer mehr WBFs hier an den Mineralfeldern. Naja, gut, okay. Hier packen wir einen Reaktor dran, das heißt, wir können zwei Marines auf einmal ausbilden. Ne, ausbilden, herstellen. Ich meine immer das Gleiche. Egal, was ich von beiden sage. So, Marodeure brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. Bin gerade gegen Gebäude, gegen diese, was weiß ich, Plasmatürme hier, ne? Brauchen natürlich ordentlich Feuerkraft. So. Als nächstes packen wir dann mal Sanitäter noch hin. Ja, gut. So langsam haben wir doch einen ganz netten Trupp hier, oder? So, sehr schön. Ja, komm. Das läuft doch. Das läuft doch wunderbar, Mensch. So. Jetzt müssen wir nur noch darauf achten, dass hier keine Produktion anfängt zu stocken. Das Ding geht direkt weiter. Wenn wir 100 Mineralien haben, schicken wir direkt die nächsten beiden auf die Reise. Wunderbar. WBF einsatzbereit. So, noch ein WBF. Ja, doch, das passt doch alles. Das passt doch alles. Noch so ein Sanitäter. Der Doktor ist da. Sehr, sehr fein. So. Den schicken wir erstmal zum Mineralienfeld, damit wir ein bisschen mehr Mineralien bekommen, logischerweise. So, okay. Ja, man sieht ja schon die Zerg, die geben immer mehr Gas. Also sie sind weitergekommen als wir. Man sieht ja hier schon diesen Vergleich. Aber ich bin da guter Dinge. Das wird schon alles. Auch so ein Marodeur. Ich glaube, dann so 6 Marodeure. Sanitäter sollte man genug haben. Und 2 WBFs. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall noch so ein Versorgungsdepot. Sonst wird es wieder knapp hier. Dann fängt das Spiel wieder an zu heulen. Möchten wir natürlich nicht. WBF bereit.
Ja, ist gut, jetzt müssen wir echt warten, bis das Ding hier fertig ist. So, aber das sieht da schon recht vernünftig aus. Ich würde sogar sagen, damit können wir erstmal auf die Reise gehen. Ne, warum sollen die auch hier tatenlos rumstehen? Ah, man sieht hier unten die Stimpaks. Ja, die haben wir jetzt ja auch am Start. Habe ich ganz vergessen. Das macht unsere Marines wesentlich stärker. Können wir direkt mal ausprobieren hier. Zack. Ja, schießen hier einfach. Schießen und bewegen sich 50% schneller. Ja, wenn man so einen riesen Trupp von denen hat, dann ist das schon echt ordentlich. Ja. So, gucken wir mal, hier haben wir noch zwei Marines rumstehen. Ich würde sagen, erstmal sorgen wir für Nachschub. So. Jo. Noch ein Marodeur. Noch mehr Marines. Noch mehr Marines. Und dann noch ein Sanitäter. Dann haben wir doch alles. Dann haben wir doch alles, was wir brauchen, Mensch. So. Wurde uns der Weg versperrt. Na ja, gut, haben wir ein paar Verluste erlitten, aber auch das soll uns jetzt nicht großartig stören. Ja, ja, nicht genügend Mineralien, das kennen wir doch. Und wir haben den Kontrollpunkt erreicht. Das ist doch mal ganz fein. Oh, hier unten geht's hin. Dann haben wir direkt das nächste Relikt. Das ist doch sehr fein. Aber 3 von 4 Stück aufsammeln können. So, und wir sorgen immer wieder weiter für Nachschub. Ja, man sieht ja, wir haben ja mittlerweile schon eine recht schlagkräftige Truppe. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Okay, jetzt gehen wir in die Basis rein. Erstmal sorgen wir dafür, dass der Strom hier ausfällt. Denn ohne diese Pylonen, so heißen diese Kristalldinger da, geht bei denen relativ wenig. Ja. Und wir lassen ihn mal alleine kämpfen. Schauen wir mal in die Basis. Oh, alles super. Alles wunderbar, ja. So, werden wir die Basis da hinten einnehmen. Machen wir noch ein paar Versorgungsdepots. Ja, sehr schön. Sieht gut aus. So, und auch hier wird der Strom ausgeknipst. Und man sieht schon, die ganzen Gebäude fallen praktisch in sich zusammen. Ja, und wir lassen natürlich nichts hier stehen. Man sieht ja, wir sind ja auch schon kurz vor dem Ziel. Also, ja. Hätten wir uns gefühlt sogar noch ein bisschen mehr Zeit lassen können. Naja, ich denke mal, wir haben schon genug rumgetrödelt. So. Ich würde aber sagen, hier geht es ja auch noch hin, ne? Ist ja das letzte Relikt, Tatsache. So. Sehr fein. Denn diese Forschungspunkte können wir natürlich sehr, sehr gut gebrauchen. Ich meine, noch mal kein Labor. Da bringen die uns herzlich wenig. Aber sobald wir das haben, kleine Bengel auf der Brücke hat ja schon danach gefragt. Dann kommen diese Punkte auch zum Einsatz. So, was ist denn los hier? Das Ding hier mal weg. Dankeschön. Ja, sind wir am Ziel angekommen, oder? Was zur? Schalten wir die Stimpaks ein.
dann sollten diese Wächter ja auch keine Probleme darstellen. Natürlich nicht. Ja, sehr gut. Oder erfolgreich, Mensch. Ich habe ein paar Leute runtergeschickt, um das Artefakt abzuholen. Wir haben, was wir wollten. Jetzt nichts wie raus hier. Ich hatte ganz vergessen, wie einfallsreich du sein kannst, Jim. Sei dir sicher, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Kerrigan. Naja, Wiedersehen macht Freude. Seltsam, Sträfling. Ich erinnere mich nicht daran, dir Datenbankzugriff gewährt zu haben. Halte mich nur auf dem Laufenden, Captain. Diese Königin der Klingen jagt wohl allmächtig Angst ein. Nicht sehr beeindruckend. Du hast keine Ahnung, wer sie ist, oder, Tychus? Kümmert mich auch um Scheiß. Aber Jim kümmert es. Sie standen sich nahe. Moment mal. Du meinst, die beiden hatten was miteinander? Offensichtlich war sie etwas anderes, bevor die Zerg sie schnappten und verwandelten. Und Jimmy gibt sich die Schuld. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was er machen wird, sollten wir ihr erneut begegnen. Bei so einer Frau hilft nur eins. Ich habe Tychus dabei ertappt, wie er in unsere Datenbank eindrang und dort nach Informationen über Kerrigan herumsuchte. Ich weiß zwar nicht, welches Spielchen er da spielt, aber wir können ihm offensichtlich nicht vertrauen. Matt, Tychus und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten und haben schon oft zusammen in der Scheiße gesteckt. Als uns das Gesetz dann am Wickel hatte, hat er die Sache allein ausgesessen, ohne mich zu verpfeifen. Ich habe eine zweite Chance bekommen und er kam in den Knast. Völlig verständlich, Sir. Aber... Ich schulde ihm einfach was, Matt. Thema beendet. Jawohl. Du hast es bestimmt schon gehört, Rainer. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus, Herr. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga und die Zerg kämpfen muss, werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das Angebot. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Mai Tai. Also habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lager. Du bist die Großzügigkeit in Person, Herr. Ja, keine leichte Situation da auf dem Schiff. Irgendwie gehen da die Meinungen ein bisschen auseinander. Der Captain Matt Horner ist, wie ich finde, eigentlich schon
zu Recht besorgt. Ne? Klar, wenn da einfach so ein Sträfling auf dem Schiff ist, den man nicht kennt und der dann irgendwie in den Datenbanken rumsucht, ne? Dann darf man da schon ein bisschen misstrauisch sein. Also kann ich schon nachvollziehen. Aber allerdings muss man auch sagen, dass der Jimmy Boy eben halt diese Vergangenheit mit ihm hat. Ne? Und naja, keine Ahnung. Wer weiß halt schon. Aber Menschen verändern sich auch. Ne? Nur weil man eine gute Vergangenheit mit jemandem hatte, bedeutet das nicht, dass es auch so bleiben wird in der Zukunft. Aber wir werden es wahrscheinlich noch sehen. Jetzt haben wir erstmal den Hill, so heißt der Gute, kennengelernt. Der bietet uns ein paar Söldner an, was ziemlich geil ist. Die haben wir schon. Die Warpigs. Das sind Elite Space Marines. Ne? Man sieht hier schon, die haben mehr Leben, teilen mehr Schaden aus. Sehr, sehr geile Sache. Und hier haben wir das Marodeur-Pendant, wenn man so möchte. Die Hammer Securities. Machen wir uns natürlich. So. Und damit haben wir auch die Schiffsmesse freigeschaltet, wenn man so möchte. Ja, wir können hier ein bisschen zocken. Aber bevor wir irgendetwas machen, würde ich sagen, schon mal ein bisschen nachrichten, oder? Donny Vermillion meldet sich live für UNN. Heute Abend werden wir uns mit der berüchtigten Königin der Klingen beschäftigen. Wissenschaftler und Militärexperten spekulieren schon seit geraumer Zeit darüber, ob diese mysteriöse Außerirdische nicht in Wirklichkeit ein verseuchter Mensch sein könnte. Allerdings, Donny, kann es sein, dass in der Anführerin der Zerg ein menschliches Herz schlägt? Was noch wichtiger ist, Kate, bedeutet das, dass eine Art Bündnis zwischen Zerg und Terranen möglich sein könnte? Donny, es gab bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Menschen, die verseucht worden sind, ihren freien Willen behalten. Ein gutes Argument, Kate. Dann muss die Frage wohl eher lauten, wie können wir sie töten? Ja, ich glaube, darüber sind wir uns wohl einig. Wenn die Menschheit überleben will, muss die Königin der Klingen ausgeschaltet werden. Ja, die Nachrichten werden dem guten Tykes freuen, ne? Der ist ja derselben Ansicht, ne? Gucken wir mal, was haben wir hier? Kampfbereiter Leute, wenn der Preis stimmt. Ja, ein Haufen kampfbereiter Leute, wenn der Preis stimmt. Ist doch immer so, ne? Ja, haben wir schon gesehen. Haben wir hier den Barkeeper? Kann ich dir deinen Flachmann nachfüllen? Oh. Oh Gott. Man ist also schon bekannt hier, ne? Tut gut, mal Dampf abzulassen. Na, ist es denn die Möglichkeit? Ich habe eigentlich schon Schluss, Sir. Was gibt's denn? Que pasa? Que pasa, amigo? Gut. Haben deine Möbius-Kumpels zufällig mal erwähnt, dass die Königin der Klingen auch hinter diesen Artefakten her ist? Hey, die geben mir nur die Mission, okay? Und wo liegt überhaupt das Problem? Wenn wir dieses Miststück umlegen, tun wir damit auch allen einen Gefallen. Ich dachte, dir kommt's nur auf das Geld an, Tykes. Sprich doch nichts dagegen, dass ich der Menschheit was Gutes tue und dafür sogar bezahlt werde. Genau. Ja, gute Einstellung. Alles klar, schauen wir nochmal ins Arsenal. Oh, das Swan so zu melden. Das muss man dir lassen, Boss. Ein Artefakt, den Zerg und den Protoss direkt unter der Nase wegzuklauen. Du machst auf jeden Fall keine halben Sachen. Ja, kann man so sagen. So. Hier haben wir die Marodeure. Ja. Gucken wir uns da mal das gute Teil an. Also wir haben praktisch, ist ja praktisch ein mega gepanzerter Kampfanzug. Ja, ganz genau. Mit solchen, mit zwei, wie nennt man das denn? Mit zwei Knarren wollte ich schon sagen, aber zwei Läufen, ja, keine Ahnung. Irgend so ein futuristischer Driss halt, ne? Schauen wir uns mal das Profil hier an. Gepanzerter Infanterieanzug. Obwohl der Marodeur-Anzug lediglich eine modifizierte Version des Feuerfresser-Anzugs
CMC 660 ist, unterscheiden sich die Soldaten darin doch erheblich. 47% der Marodeure waren noch nicht einmal im Gefängnis und lediglich 23% sind zum Tode verurteilt. Okay. Also wenn er praktisch Sträflinge bevorzugt, ja, interessant. Der Granatenselbstlader, ach, Granaten sind das, ne? Interessant. Der Granatenselbstlader des Marodeurs ist mit Komponenten versehen, die es ermöglichen, hunderte von Standard-Punisher-Granaten schnell herzustellen und zu laden. Das heißt, der Anzug, der stellt selber die Munition her und verballert die direkt, ja, interessant. So, was haben wir hier? So, jetzt haben wir natürlich die Marodeure auch freigeschaltet. Der Rest bleibt gleich. Schockmunition. Der Angriff des Marodeurs verlangsamt alle Ziele im Zielbereich. Klingt sehr interessant. Kostet 70.000 Credits. Könnten aber auch die Sanitäter verbessern. Ne? Ich würde sagen, erstmal verbessern wir die Sanitäter. Dann haben wir mehr von den Truppen, die wir schon ausgebildet haben. Der Rest kommt dann im Nachgang. Gut, dann geht's nochmal auf die Brücke. Sir, denken Sie, dass Sie das Labor bald einsatzbereit haben werden? Das wäre großartig. Okay, hat immer noch nichts Neues zu melden. Gut, dann gucken wir uns nochmal den Horner hier an. Den Horny Horner. Alles in Ordnung, Sir? Nach all den Jahren wieder auf Kerrigan zu treffen. Wir müssen sie aufhalten, Matt. Egal, was sie im Schilde führt. Nun, wir haben ihr heute einen Rückschlag verpasst. Die Artefakte sind ihr offensichtlich wichtig. Ich wünschte nur, wir wüssten weshalb. Oh, ich glaube, das werden wir noch früh genug herausfinden. Aber nicht mehr in dieser Episode. Ich gucke auf den Timer und das läuft schon echt sehr, sehr lang. Aber ich wollte unbedingt noch alle Gespräche und Gegenstände hier alle abklappern nach dieser Mission. Ja, das bedeutet, wir machen jetzt einen kleinen Cut. Das nächste Mal geht es weiter. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit am Start seid. Bis dahin, macht es gut und ciao.